hat ihn! Ja! Heinz hat ihn! Echte Harzer Bachforelle. Das ist der Wahnsinn. Weicheier bleiben wir so wieder natürlich an Land. Also, aber wir kämpfen uns hier durch, Heinz. Ne? Immer auf der Schulter. Immer auf der Schulter. Und schießen lassen. Mann, ist das ein Ding! Du, das ist das, Heinz, wofür ich lebe, weißt du? Catch and Cook am Westensee und wir haben den besten Mann am Westensee, Moritz Freudenthal. Moritz, du kommst aus Elmshorn, Pinneberg, wo war das? Babstedt. Was ist das? In der Mitte. Ja. Auf jeden Fall wollen wir am Westensee, das ist ja ein Gewässer vom Landessportfischerverband Schleswig-Holstein. Wir wollen Hecht fangen und heute, diesmal, wird der Hecht grätenfrei filetiert. Das verspricht er uns, Moritz. Ne? Kann er, habe ich schon selbst live mit ihm erlebt. Ja, ja. Ja. Zum Glück waren wir eben noch mal auf Toilette, weil sonst würde uns nämlich hier der Blitz treffen. Ne, beim aber Heinz, was so schlechtes Wetter, er kann uns nicht vom Angeln abhalten. Ja, drei Tage wollen wir angeln, wir wollen verschiedene Angeltechniken zeigen. Wir wollen Dropshot angeln, wir wollen Spinnfischen machen mit verschiedenen Ködern. Mit Barsch Poplet, und Hecht. Ne? Twitchen, vielleicht noch mit einem Barschzocker arbeiten am Barschberg. Und wenn wir loslegen, Moritz, heißt das? Rute raus, der Spaß beginnt. Nur ein paar Kilometer westlich der Landeshauptstadt Kiel liegt der fünftgrößte See Schleswig-Holsteins. Der Westensee, umgeben von Wäldern und Wiesen. Hier darf nur vom Boot aus geangelt werden und das wird vom Landessportfischerverband zur Verfügung gestellt. Gegen eine Leihgebühr von 10 Euro. Unser erster Angeltag beginnt mit leichter Verzögerung. Am späten Nachmittag hat sich das Gewitter verzogen. Es geht los. Catch and Cook. Aber mit dem Catch wird das ein bisschen schwieriger heute, glaube ich, ne? Oder? Cook geht einfach, ne? Ja, geguckt haben wir jetzt erstmal genug, würde ich sagen. Horst, wenn du was zu trinken haben willst, sag Bescheid, ne? Jo. Ein Käffchen, ne? Ja. Oder eine Banane. Ich will Horst ein wenig provozieren. Bin mir sicher, dass wir was fangen und das trotz Banane an Bord. Soll ja angeblich Unglück bringen. Fische gibt es ja eigentlich alles, was so an Süßwasserarten zu erwarten ist. Hauptsächlich Barsche, Hechte, Weißfische haben wir auch alles da, Karpfen, Brassen natürlich. Ah, Nachläufer, du! Siehst Nachläufer! Du? Aber Barsche sind da, oder? Ja, ja, siehst Babybarsche. Rock you, Babybarsche-Alarm, meine Fresse da. Da ist er, da ist er! Da ist er, Barsch! Kaum größer wie der Blinker. Zack. Ist auch noch zu klein. Aber immerhin. Ja, Petri, läuft doch. Da war. Ja, jetzt. Nein! So etwas zu klein. Das ist schon wieder frei. Ich fang bloß nicht noch an zu weinen hier. So, haben wir noch Mitleid. Der Hoss, wer fängt, hat recht. Aber du weißt schon, Heinz, Zielfisch ist Hecht, ne? Wie bitte? Zielfisch ist Hecht. Ist das so? Ja, ich denke, wir wollen einen Hecht filetieren. Ja, aber. Aber was? Norddeutsche Fische und Chips, ne? Dazu gehört auch ein schöner Barsch dazu. Schönes Barschfilet ist auch angesagt. Dann würde ich sagen, fahren wir einmal rüber ins Flachwasser. Heinz, du bist ja Flachwasser-Fan. Da ist auch immer die Chance gut auf den Hecht. Flachwasser-Fan. Moritz kennt den Westensee wie seine Westentasche. Hat vor einer Woche mehrere Barsche über 30 cm gefangen und auch große Hechte. Jetzt sind wir ganz in der entscheidenden Phase hier. Weil die Hechte sind heiß, wir merken das. Anfasser, Nachläufer, was mögen Sie am liebsten? Spinner, Chatterbait oder Jerk? Ne, Horst? Du schwörst auf Chatterbait. Wir angeln hier im relativ verkrauteten Gewässer. Und der Chatterbait hat den Vorteil, den kannst du auch wunderbar durchs Kraut ziehen. Vorne durch diese kleine silberne Schaufel. Die verhindert immer, dass sich das Kraut hier hinten dran hängt. Und dazu kommt dann hinten ein Trailer, nennt man das, ein Gummifisch drauf. Ich wechsle jetzt mal die Farbe, weil ich jetzt dreimal einen Hecht hinterher hatte als Nachläufer. Und hat ihm wohl der Köder nicht so gefallen. Dann mache ich ja jetzt mal was anderes drauf. Kommt jetzt mal hier einer mit dem Trailer.
Den anderen hat er jetzt ein paar Mal gesehen. Vielleicht hilft das. Ihr müsst auch mal die Natur beobachten. Guckt euch das mal an da hinten, diesen schönen Starnschwan da hinten. Du, wir haben gerade keine Zeit. Wir sind konzentriert beim Angeln hier. Man muss auch mal gucken, so ein bisschen. Die schwarze Sonne, wenn das hier was sagt. Die schwarze Sonne? Die schwarze Sonne, da kommen die Leute von weit her angereist, um da die Schwärme zu sehen von den Starn. Ich kann dir mal den Mond von Wanne-Eickel zeigen. Du. Moritz angelt mit einem Jerk. Das ist ein Köder, der ruckartig mit leichten Schlägen durchs Wasser gezogen wird. Da ist er, da ist er. Echt, echt, echt. Oh, ja, ein Schöner. Oh, Peti. Ein Kletter genügt. Ja! Schönes Ding! Petri! Yes! Da ist er! Mit dem Jerk, du, hat er ihn weggenagelt, du. Ja. Petri, hallo. Vielen Dank. Das ist genau der Richtige für uns. Das ist genau der Richtige. Jetzt bin ich schon gespannt auf den fünf Schnitte. Die Fünf-Schnitte-Technik, ne? Fünf-Filet-Schnitt, genau. Fünf-Filet-Schnitt. Was hat der? 70, ne? Boah, 75 eher. Mindestmaß im Westensee für Hechte ist 60 cm. Und wie das so ist bei unseren Dreharbeiten, es vergeht kaum eine Angeltour, auf der nicht auch gesungen wird. Ich kenne ja dieses schöne Lied von Daniel Gérard. Kennt ihr das noch? Butterfly, Butterfly, my Butterfly. Jeden Tag mit dir war schön. Na, zum Glück hat die der Bohlen das nicht gehört. Und der zweite Tag, der wird noch schöner. Auch was das Fangergebnis anbetrifft. So viel kann ich schon mal verraten. Jerks sind bestimmte Angelköder. Kommt vom Englischen rucken, ruckartig durchs Wasser ziehen. Und das ist genau das, was wir heute machen wollen. Wir wollen jerken mit speziellen Ködern. Da gibt es unterschiedliche. Und einer, der sich auskennt mit Jerken, das ist Johannes. Unser Mann vom Landessportfischerverband. Johannes, was können wir mit Jerken fangen alles? Hechte, Punkt. Ja, du kannst sicherlich auch einen anständigen Barsch damit fangen. In sehr flachen Gewässern, trüben Gewässern ist das auch gar nicht so schlecht für Zander. Aber hier bei uns auf dem Westensee ist es vor allem der Hecht natürlich. Ja. Der jetzt doch schon wieder ein bisschen ufernah steht. Überall, wo Bewuchs ist, ist eigentlich Hecht hier am See. Ja. Und der Jerk ist eine angenehme, kurzweilige Angelei, um den aus dem Kraut rauszupulen. Jerks imitieren einen kranken, taumelnden Fisch, werden langsam durchs Wasser geleiert. Das Besondere am Westensee ist eigentlich, dass er zum Eider-Einzugsgebiet gehört. Ach, beziehungsweise okay. Die Eider in den Westensee rein und auch wieder rausfließt. Das ist eine ziemliche Besonderheit, die wir hier in Schleswig-Holstein haben. Und das bringt natürlich einiges mit sich, was wir an anderen Gewässern nicht haben. Also wir haben durch die Eider eine erhöhte Nährstofffracht. Das sieht man ja auch, das Wasser ist jetzt ein bisschen trüb. Okay. Dann wollen wir das mal ausprobieren. Johannes kann uns das so gut erklären, weil er Fischereimanagement studiert hat und seit 2022 als Pressereferent für den Landessportfischerverband tätig ist. Fisch! Fisch! Da ist er doch. Nein, der Hecht. Hat er kein Mindestmaß. 60 muss er haben hier. Auf. Petri! Petri ist ungelöst. Na sauber. Vielen Dank. So, Achtung, wir lassen ihn wieder frei. Er will gar nicht los, du. So, sag deinen Eltern Bescheid, Junge. Nee. Was für einen Köder hast du gehabt, Horst? Shatterbait. Du mit deinem Shatterbait immer. Du hier über dem Kraut. Perfekt, klasse. Alles richtig. So, Johannes, ihr habt das als Verband selbst festgelegt, weil ihr ja Pächter und hier auch Eigentümer seid. Im Gegensatz zum gesetzlichen Mindestmaß 60, auf 60 cm hochgesetzt. Warum habt ihr das gemacht? Wir haben sehr, sehr viel Weißfisch. Wir haben eine hohe Wassertemperatur im Schnitt. Die wachsen sehr schnell. Ja. Und Hintergrund ist, wir wollen sicherstellen, dass sie zumindest einmal ableichen können. Ja. Und wenn wir jetzt sagen 55 cm, dann kann er das im zweiten Jahr im Herbst schon haben und hat noch nicht geleicht. Okay. So, deswegen etwas hochgesetzt und also es ist ja auch fast schwerer, hier einen Fisch unter 60 cm zu fangen. Also das war gerade schon Kunststück eigentlich. Ja. Na, Horst ist halt Künstler, ne? Er ist Künstler. Tankmaschine dürft ihr mich nennen. Tankmaschine. Ich habe übrigens meinen Köder wieder gewechselt, angle jetzt mit einem Spinner. Fisch, Fisch, Fisch! Das ist ein guter. Ein guter. Horst, hast du noch ein Shatterbait für mich? Du hast doch einen eigenen, ne? Nee. Ich hab nur so einen Jigspinner. Ich kessel den aber wieder. Ja, ja. Kommt doch mit deinem Spinner bei der Angel, Heinz.
Ja. Mann, du. Erstmal haben wir den noch nicht. Fangmaschine Hennings, du. Ja, der steht doch schon besser an der Route, wa? Ja. Der steht wie eine Eins, du. Der macht doch eine Flucht, Heinz. Oh. Alter, der hat einen Meter. Was? So, was fühlen wir rüber? Ja, ganz wohl. Ganz wohl. Der ist noch nicht so weit. Hast ihn? Ja! Jawohl! Oh Mann, Horst, das ist ja ein. Oh. Horst, Fangmaschine Hennings, du. Meine Güte! Bitte Dank! Oh. Der kratzt an der Metermarke. Der kratzt an der Metermarke. Ja. Warte, ein Stück zurück. Ja, 1,2 Meter. Genau. Ein Stück zurück. So, noch ein Stückchen weiter nach vorne, bitte. Ja. Noch ein Stückchen weiter, noch ein Tick. So ist er jetzt dran. 1,2. 1,2. 1,2,5. Ja. Lass ihn mal durch, Heinz. Und das Schöne ist ja, wenn du so einen Fisch fängst, du erlebst den Drill ja immer noch 2-3 Mal. Ne? Ja. Wenn ich heute Abend beim Einschlafen, dann hast du auch immer dieses Erlebnis, das kostet man richtig noch ein paar Mal aus. Horst, wenn ich dann schnell bei dir noch mal zum Bett kommen soll mit dem Kescher, sag Bescheid. Ich komme gerne mal vorbei. Nur, dass du das Gefühl noch mal hast. Ja, Heinz, das habe ich. Die Gefühle verlassen mich schon ein bisschen, aber das Gefühl habe ich noch. Wir fahren über den See und holen die Rute raus. Rute raus, der Spaß beginnt. Angeln kann jedes Kind, ob Hecht, ob Barsch, ob Ukelei. Der Spaß ist dabei. Oh. Wie gesagt, ich bin ja auch im Alter, weißt du, wo man dankbar ist, dass man dann noch fischen kann und bei euch sein darf. Manchmal bin ich am Rande des Wahnsinns. So. Ich mit dir jeden Morgen, Heinz. Allein wegen der guten Vorbereitung. Hecht, glutenfrei filetieren, das machen wir heute. Aber vorher müssen wir noch so ein bisschen was vorbereiten. Erst machen wir den Backteig. Das hier ist jetzt eine Mischung aus Mehl, ein bisschen Backpulver und ein bisschen Speisestärke. Mhm. Dann gute Prise Salz. Ja. Das machst du so nach Gefühl? Ja, ne? Ja. Okay. Rezepte sind was für die Apotheke. Okay. Beim Kochen, da kann man ruhig mal ein bisschen Gefühl arbeiten. Das hier ist noch ein bisschen Backpulver, das ist damit das nachher so ein bisschen auftreibt. Heinz, merkt ihr das alles, dass du das nachher nachbacken kannst? Ja, ich höre mir das nachher alles bei uns in der Sendung nochmal an. Ja, das Rezept, das kriegen wir da irgendwie hin. Ne? So, ich kipp, du rührst. Okay. So, das muss relativ dickflüssig werden. Jetzt kann man, du brauchst nicht, den soll nicht schwindelig werden. Genau. Auch wenn da ein paar Klumpen drin sind, ist das auch gar nicht wild, weil die werden nachher richtig schön knusprig. Und jetzt kommt die Geheimzutat. Ja. Das ist Malzessig. So originale Fish and Chips, dieser Teig wird mit Malzessig gemacht, weil der reagiert und dann wird das extrem knusprig nachher. Ja. Merkt ihr das mal, Horst, ne? Malzessig habe ich noch nie gehört. So, nur ein kleiner Schuss, nur noch einen Lütten. Ja, jetzt geht's los mit dem Hecht. Pass auf, hier vorne, direkt hinter den harten Knochen, ne? Wir gehen bis hier in etwa, wo der Kiemendeckel lang geht. Da schneiden wir erstmal runter bis auf die Mittelgräte. Ja. So, dann merkst du gleich, da geht's nicht weiter. Nee, okay. So, und dann knicken wir das Messer ein. Und fahren auf der Mittelgräte entlang. Hörst du das? Ja, höre ich. So, hier ordentlich festhalten. Und dann kommen wir hier oben vor der Rückenflosse wieder hoch. Das ist das erste Filet. Gehen wir hier rauf. Ja. Und wenn du jetzt hier rüber fühlst, hier in der Mitte hast du nämlich so noch die Mittelgräte. Ja. Und das muss man natürlich, da kannst du links und rechts jetzt so einen richtig schönen grätenfreien Streifen rausschneiden. Ja. Okay. Gelernt hat Moritz bei Rüdiger Kowalke im Hamburger Fischereihafen-Restaurant. So, dann nimmt man sich erstmal die Seiten. Einmal hier ungefähr beim After bis oben hin. Und dann kann man das auch einfach hier einknappen. Bis hinten hin. Der kommt nachher in die Pfanne, ne? Oder kommt nachher ins heiße Fett. Der wird quasi im Teig frittiert. Okay. Wie so Kibbelinge, ne? Kennen ja viele Leute. Ja. Also in dem Bierteig, ne? Genau. Ja, Filet Nummer 3. Wir haben jetzt Rücken gemacht und 2 Schwanzstücke. Genau. Jetzt kommt Schnitt 4 und 5. Und jetzt kann man hier, müssen wir vielleicht mal ein bisschen rankommen, wunderbar an der Seite sehen hier. Wo hier, ne, kannst du mit dem Messer auch mal aufstellen. Diese Y-Gräten, ne? Hier laufen die Y-Gräten auf beiden Seiten. Ja, da laufen sie. Und jetzt muss man hier direkt an den Y-Gräten entlang. An der Y-Gräte entlang schneiden.
Da hat man natürlich viel verschnitten, ne? Relativ. Also das ist nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Das ist natürlich ein kleiner Teil, also ein bisschen Opfergabe ist das schon. Ja. So, und jetzt fährst du einfach hier mit dem Messer immer ganz Sutsche auf den Gräten entlang. Mhm. Sutsche, das ist auch so ein typisch norddeutscher Ausdruck, ne? Ja, ja, halt gemütlich, ne? Mhm, genau. Kein Stress. So wie Horst, ne? Keine Hektik. Sutsche, ne? Kennst du, ne? Logo. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Genau, den schneiden wir jetzt gleich noch schnell von der Haut in kleine Stücke. Bisschen Salz und Pfeffer. Ja. In dem Fall Zitronenpfeffer. In diesem Fall Zitronenpfeffer, ja. So, soll ich mal versuchen, da die Haut zu trennen? Genau, den lege ich mal beiseite hier. Dann nehme ich mir eine Gabel zu. Ein Fischer hat immer eine Gabel dabei. Legen wir hier hin und dann müssen wir sehen, dass wir einen Anfang finden. Als erstes schneidest du die Flosse raus. Erstmal die Flosse raus. Rundherum, genau. Einmal rum. Ja. Jetzt gehe ich von der Mitte aus, einmal nach rechts und dann einmal nach links. Okay. Und dann hast du es schon geschafft. Dann brauchst du da vorne nämlich keinen Anfang suchen. Einmal nach rechts und einmal nach links. Das ist rechts. Zack. Zack. Guck es dir an. Ja, wunderbar. Und dann nach links. Drehst du dir den um? Ja, einmal umdrehen, genau. Dreh ich mir den um. Zack. Und dann nach links. Moritz, also ich bin ja jetzt schon begeistert. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp von Moritz, und zwar das Rückenstück, ne? Filetieren. Da gibt es auch noch einen Trick bei, ne? Hier ist ja noch von der Rückenwirbelsäule, wollte ich gerade sagen, von der Mittelgräte, ist ja noch der, die Knorpelschicht, ja, genau. Und auch da schneide ich einmal entlang, ja. Rechts, links, ne? Einmal richtig durch. So, hier auch die zweite Seite. Dann hast du da auf jeden Fall keinen Ärger mehr mit Gräten. Also diese Stücke hier oben sind richtig schön. Mhm. Und du hast halt einfach keinen Knorpel mehr. Kein nix. Ist alles weg. Wahnsinn. So, und die Stücke. Ja. Hier kannst du deinen Anfang jetzt nehmen. So, ne? Zack, drauf. Und einmal lang, ne? Fingernagel. Ja. Bisschen ziehen, immer stramm halten. Und lang. Herrlich. Bis hinten durch. So, dann mache ich das andere Stück, weil du das so schön gemacht hast. Komm her. Genau. Werden die jetzt nochmal gewürzt, so mit Zitronenpfeffer? Oder? Jetzt darfst du Zitronenpfeffer. Oh. Und noch ein bisschen Salz auch noch Salz auf. Ne? Auch aber auf alle Fälle Salz. Dann halt heute mache ich das mit dem Salz. Ja. Denn der abgestandene Zitronenpfeffer war so, der hat überhaupt keine Wirkung mehr. Doch, der ist nicht abgestanden. So. Und damit der Teig jetzt gut haftet, hatte ich hier irgendwo noch ein bisschen Mehl. Machen wir so ganz bisschen noch rüber hier. So. Weil eben haben wir ja noch abgewaschen. Ja. Ohne Grundierung, sage ich mal. Schön. So, zack. Die können da eigentlich alle rein. Schmeiß rein. So, und dann mit der Gabel einmal umrühren. So. Und dann schauen wir mal, machen wir ein Belegexemplar hier. Übrigens hier das eingestaubte Tablett, ne, wollte ich noch mal sagen. Wir haben zugeschickt gekriegt von Uwe Dick aus Hamburg. Johannes Dick, Johannes heißt er natürlich. Johannes. Johannes Dick aus Hamburg. Und er schreibt, ganz nett, das kann man ruhig mal sagen, wir kriegen ja so viele Zuschriften. Er sagt, toll finde ich, dass, und das unterscheidet euch von allen YouTubern, dass ihr nicht jeden Tag etwas gefangen habt. Ne? Heute ist es mal anders gewesen. Können wir heute nicht behaupten. Aber. So, und die letzten jetzt auch bei schwacher Hitze so ein bisschen schön knusprig werden. Ne? Ja. Und das Ganze nennt sich dann norddeutsche Fish and Chips. Genau. Mit Smash Potatoes, also Chips sozusagen. Ne? Das sind unsere Chips. Ne? Ja, das sind jetzt keine Pommes und keine Bratkartoffeln, sondern das ist eigenständig. Ist norddeutsch. Mit Remoulade. So wie wir sind, einfach. Und Zitronenwürfel. Also ich würde sagen, gequetschte Kartoffeln mit Fischfilet. Gequetschte Kartoffeln mit Hechtfilet. Ja. Grätenfrei filetiert. Was braucht der ganze Tüdelkorn? Nee. Ja. Ich denke, kann sich sehen lassen. Ne? Oh je, so schön in der Sonne. Wir müssen ja auch ein bisschen was fürs Internet machen und alle Informationen, Fischgericht und so auf ndr.de/Route raus. So wie immer. Wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Ist der Teller für mich oder für alle? Du, das ist, ne? So. So, also, ich will. Ansatz ist? So, wir setzen uns da hin und dann geht's los. Oh ja, sieht ja gut aus. Zack. Ja. Na, Horst? Ein bisschen warm. Sehr lecker. So, ja.
Vielen Dank, nee. Moritz. Wir wollen noch mal raus gleich. Und dann möchte ich endlich mal einen schönen Barsch fangen. Meinst du, das klappt noch? Ja, du nie. Sag ich nichts zu. Guten Appetit. Guten Appetit. Nee, ist lecker. Kann man essen. Wir haben den Plan kurzfristig geändert. Die Barschtour haben wir auf den frühen Morgen verschoben. Es ist 7 Uhr. Diesmal sind wir auf dem östlichen Teil des Westensees unterwegs. Die Wassertemperatur Ende September noch 18 Grad. Die ersten Wassersportler sind schon unterwegs. Und Horst, der bleibt bei seinem Erfolgsköder von gestern. Dritter Tag, 3 Chatterbaits. Oder wie heißen die Dinger? Ja, genau so heißen die, Heinz. Du hast ja leider keine. Ich habe keine, deshalb kriege ich einen von Horst. Weil Horst hat schon 3 Hechte damit gefangen. Einen schönen 1,03 Meter war der. Ja, ne? Absolut. Ja. Du hast gestern auch einen schönen gefangen. Nee, vorgestern war das. Mhm. Und ich habe noch keinen Hecht, aber heute soll das richtig funktionieren. Und bei so einem herrlichen Wetter, ganz früh morgens sind wir draußen. Mhm. Wird das was? Absolut, Heinz. Ich meine, dein eigentliches Vermögen das kann ich nicht so einschätzen. Nee. Aber du kriegst von mir zumindest einen Köder, der erfolgreich ist. Die machen richtig Radau. Und du kannst sie wunderbar durch verkrautete Gewässer führen. Ja, nee, also und die haben Einzelhaken aber nur, ja, ne? Mhm, der genügt ja, ne? Hast du gesehen. Ja, ja. So, Moritz, aber wir wollen uns noch mal ganz schnell angucken, wo wir heute hinfahren. Es gibt ja diese Angelkarte vom Landessportfischerverband. Das ist der See hier. Wir haben gestern hier auf dem westlichen Teil quasi geangelt, ne? Mhm. Vom See. Und heute sind wir auf dem Ostteil vom See. Da darf man nur vom 16.07. bis 15.03. angeln. Aber jetzt sind wir ja mittendrin in der Saison, das heißt, wir dürfen angeln. Wo fahren wir hin? Zeig mal ganz kurz. Auf jeden Fall fahren wir hier in die Bucht rein. Ja. Hier sind auch, muss man immer gucken, diese ganzen kleinen Einbuchtungen sind ganzjährige Schutzzonen, da soll man nicht reinfahren. Aber hier können wir hin und da hinten kommt die Eider wieder raus sozusagen. Ja. Das heißt, die alte Fahrrinne der Eider, die von hier oben darunter geht, die gucken wir uns heute mal genauer an. Hm. Eider raus, Rute raus. Komm. Es kommt nicht auf den Köder an, sagst du? Nee. Mehr auf den Angler an, ne? Ja, in erster Linie auf den Angler. Ja, ich habe schon verstanden. Dann muss es wohl doch an mir liegen. Oh, der schettert ja, du. Das merkt man richtig, das Vibrieren in der Spitze, ne? Das ist wie so eine Massage in der Hand, ne? Wenn du das vibriert, ne? Auch Johannes Radke, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Landessportfischerverband, ist wieder mit dabei. Oh, hier Fische, hier. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Kleine Raubers. Die Brut von diesem Jahr spritzt aus dem Wasser, weißt du? Oh, da ist er. Endlich kommt der erste Fisch. Ein Barsch? Jo. Erster Fisch, ein Barsch, ist der Angeltag. Naja, Moritz angelt auf jeden Fall mit einem kleinen Gummifisch. Erster Fisch, geht gut los. Jetzt fehlt nur noch ein schöner Hecht hier. Schöner Barsch. Hast du den am Grund gekriegt, Moritz? Ja. Das ist immer die entscheidende Frage. Wo steht der Fisch und welcher Köder ist der richtige? Fakt ist, ein großer Fisch kann auch auf einen kleinen Köder beißen. Wir haben gestern einen Fehler gemacht. Ja? Da, wo ich meinen Hecht gefangen habe, oder die beiden, da sind wir zu schnell abgehauen. Sind wir? Hundertprozentig. In einer halben Stunde hatte ich 2 Hechte. Ja. Und da hätten ein paar mehr werden. Ja. Aber wenn hier so viel Beute ist, dann kann der Barsch nicht so weit weg sein. Oder der Hecht. Was ist das Besondere am Westensee? Hier der exzellente Barschbestand, siehst du? Tatsächlich, ne? Ist es so, ne? Es ist tatsächlich ein sehr guter Barschbestand. Also egal, wo du auf dem See bist, überall sind Barsche. Nur die richtige Größe zu finden, ist so ein bisschen gerade für uns die Schwierigkeit, ne? Ja. Du hast jetzt mit der Dropshot-Montage geangelt, ja, ne? Auch schon ganz verzweifelt und ganz kleinen Köder. Ja. Und entsprechend die Fischgröße. Aber Dropshot geht immer, ne? Oder geht? Dropshot geht, ja, nicht immer. Aber wenn sie so am Grund genagelt stehen und nicht aktiv sind, ist das schon eine gute Technik. Fisch. Oi. Löwe, du. Guck mal hier aus, den lasse ich gleich wieder frei. Barsche haben kein Mindestmaß in Schleswig-Holstein, aber Küchengröße, so circa 25 cm, sollten sie schon haben. Ja, dann mach, gib ihm. Herrliche Ruhe, ne? Schön, mit der Ruhe gehen wir Milch schon auf den Sack. Ja. Nee, das ist schon zu ruhig hier alles. Oh, trotzdem. Welle bringt Forelle, Heinz, das weißt du doch. Ja. Nee. Hier geht's jetzt runter wieder. Bitte? Immer diese Sprüche von Horst. Wir sind nun schon fast 3 Stunden unterwegs, wechseln ständig unsere Köder. Da kommen sie. Du kannst da wieder davor rudern. Unterdessen ist mir der Chatterbait, den ich von Horst bekommen habe, abgerissen. Horst, kriegst von mir dafür einen. Ist schon gut. Jigspinner, doch.
Die zünden ja gar nicht hier, die anderen Dinger. So. Wird da vielleicht mal was Auffälliges hier einzusetzen. Hier muss doch mal ein Biss kommen, ey. Tja. Das ist Angeln. Ne? Das muss man aushalten können. Ne? Das muss man was anderes machen. Das muss man Golf spielen. Hm. Also wenn ich nur angeln gehen würde, um Fische zu fangen, dann hätte ich schon lange aufgehört, Hausdor. Ja, das kann ich nachvollziehen, Heinz. Was ist, wann ist denn überhaupt heute Beißzeit? Morgens oder abends, wie immer, nicht? Bei der Sonne jetzt. Aber ich wünsche dir, Heinz, vom Herzen, dass du jetzt endlich einen Fisch fängst. Ja, wünschst du mir das wirklich? Oder ist da so ein leichter Unterton dabei? Nee, wünsche ich dir von Herzen, dass wir hier erlöst werden. Ja. So, also wir angeln jetzt so lange, bis ich einen Fisch gefangen habe. Horst. Ja, ist dir das bewusst? Und wenn dann lass mal runter und lüfte einmal an. Und vielleicht haben wir das gleich erledigt. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen dichter ran hier irgendwie, ne? Aus der Grütze raus. Wieder der nächste Adler, ne? Auch bitte kein Adler. Guck mal, was ist das da ganz hinten? Fische. Und dann beobachten wir plötzlich einen Angler, der mitten auf dem See große Barsche fängt. Sie sind also doch aktiv. Und was hast du für einen Köder? Sechsbinder. Oh, ich hab hier auch Bisse. Köder, auf jeden Fall würde ich lieber Bleifischen, also 20 Gramm Schluss. Alles klar, danke. Glücksspinner? Natürlich mehr drauf. Dann mach ich einen drauf jetzt. Ich habe die Schnauze voll. Naja, aber immerhin. Okay, klein, überbleit, also mehr. Ja, schwer. Der unbekannte Angler hat den Barschberg gefunden. Ja, hier sind zum Beispiel 4 Meter und dann geht's runter auf 12. Ah, okay. Der älteste Anglertrick, immer in den Schwarm werfen, habe ich von Horst gelernt. So, da muss jetzt einer kommen. Manchmal schnappen die schon auch im Mittelwasser zu, ne? So wie es da unten aussieht, schon. Da ist er! Da ist er! Langsam. Ganz ruhig. Oh, das ist ein guter. Horst, den Kescher. Hier, ich habe einen. Der ist da hinten. Muss ja, aber der muss es doch sein jetzt. Oh, ja, schöner Barsch. Jetzt kommt. Heinz. Ja! Petri, das ist die Erlösung. Oh, was für ein schöner Barsch. Das war's hier. Endlich. Und los ist er. Schönen Dank, dass du ihn gekeschert hast. Klar. Ein herrlicher Barsch zum Abschluss. Das ist er hier. Da ist er. Jetzt fängt das Angeln ja auch auf einmal wieder Spaß. Gott sei Dank. Ja. Aber eins ist doch wohl sicher. Aufgestiegen. Nein. Bei so einem schönen Drill und so einem herrlichen Fisch und so einem wunderschönen Angeltag, da schalten Sie unter Garantie ein, wenn es heißt Rude raus, Horst. Der Spaß hört auf. Junge. Ich weiß gar nicht, wo die alle pennen. Ich glaube, 18 Leute kommen. Was? Wir bauen einen neuen Zaun. Wenn ihr Lust bekommen habt, noch mehr zu gucken, dann schaltet doch einfach wieder ein. Mal gucken, ob sich schon jemand irgendwie ein Bein abgesenzt hat oder so.